Willkommen zurück beim Modul 426 Software mit agilen Methoden entwickeln. Heute soll es um zwei Themen gehen, vordergründig Test-Driven Development, also wir schreiben Unit-Tests nach einem bestimmten Vorgehen, das ich Ihnen im Unterricht schon gezeigt habe. Wir wollen dann aber auch noch ganz konkret uns mit dem Thema reguläre Ausdrücke befassen, habe ich Ihnen im Unterricht auch schon gezeigt, um eben das eine Problem ein bisschen einfach lösen zu können. Ich habe ein Repository vorbereitet, beziehungsweise zwei Repositories im Modul 426. Es gibt einerseits das Soccer Table Python und andererseits das Soccer Table C Sharp. Ich habe im Unterricht meistens etwas mit dem Python-Projekt gezeigt. Ich werde mich heute ein bisschen auf die Äste herauswagen und das gleiche in C Sharp probieren. Obwohl ich ja eigentlich überhaupt kein C-Sharp-Programmierer bin. Ich kenne das noch von meiner Lehrzeit her, bald 20 Jahre her, und habe seither wieder ein bisschen für die Unterrichtsvorbereitung verwendet, um Ihnen eben C-Sharp-Beispiele geben zu können. Aber sonst verwende ich eigentlich kein C-Sharp. Aber versuchen wir es trotzdem. Ich starte mit einem Fork und habe jetzt dieses Projekt, beziehungsweise dieses Repository mit drei Projekten. Das Soccer Table, das ist eine Library. Dann das Soccer Table Mens, ein Demo-Programm, das im Moment noch nichts tut und auch nach dieser Videoserie noch nichts tun wird. Und schließlich das Soccer Table Tests, das ist ein XUnit-Projekt, mit dem wir auch arbeiten wollen. Ich kopiere die URL und wechsle in Visual Studio Code. Sie können natürlich auch Visual Studio 2000 irgendetwas verwenden. Ich zeige es einfach mal hier drin. Ich klone das Repository und ich lege es mal auf den Desktop ab, weil ich ja das Ding nachher nicht mehr brauche. So, da wäre das Projekt. Ich öffne jetzt mal zuerst hier im Soccer Table Tests Projekt den Testfall. Ich ziehe den hier nach links. Der macht noch nicht viel. Unit Test 1, nicht mal sinnvoll benannt. Das File heißt anders. Hat dann einen Test, einen Fact Test 1. Der prüft einfach, ob True True ist. Das hier kann ich ignorieren für den Moment. Und dann habe ich eben noch die Soccer Table Library mit dem Soccer Table CS hier. Und hier habe ich einfach eine leere Klasse, hier ist noch nichts implementiert. Ich schließe schnell hier den Datei Explorer und ich glaube, ich kann auch noch das Ganze maximieren mit F11. Vielleicht mache ich vorher noch ein Terminal auf. So, da wären wir. Git Bash ist offen. Ist eigentlich egal, welches Terminal Sie verwenden. Und als erstes wollen wir einfach mal diesen Test ausführen. Links zum Schauen, ob alles funktioniert. .NET Test. Ja, das hat geklappt. Ist auch nicht schwierig. Sollen wir vielleicht noch schnell das da umbenennen in Soccer Table Test. Vielleicht werden Sie später die Tests noch etwas anders organisieren. Und jetzt haben wir hier diesen Test hier und da wollen wir nachher etwas anderes machen und da steigen wir gleich ein. Jetzt die Frage, was wollen wir überhaupt für ein Problem lösen? Und bevor ich da die Testmethode benenne, beziehungsweise diesen Fact benenne, müssen wir uns das zuerst überlegen. Ich kann eigentlich gerade mit der Formulierung des Tests anfangen. Ich lasse schnell den Namen noch, wie er ist. Und wir haben ja im Unterricht gesehen, dass wir irgendwelche Spielergebnisse haben in der Form FCL2:3 gegen IB. Und das könnte man jetzt irgendwie als Raw Result bezeichnen. So irgendwie, gibt noch eine Warnung. Das wäre übrigens der Arrange-Teil. Ich mache mal diese Teile noch. Das müssen Sie nicht hineinschreiben. Ich denke, es ist einfach pädagogisch vielleicht sinnvoll, wenn wir da diese drei Teile unterscheiden. Arrange oder Given, Act When, Assert Then. Also Given, When, Then und Arrange, Act, Assert sagt so ungefähr das Gleiche aus. Machen wir einfach mal diese Struktur. Vielleicht hilft es Ihnen, diese Teile ein bisschen besser unterscheiden zu können. Vielleicht zur Benennung des Tests, was wir machen wollen, wir wollen das Ergebnis parsen, das heißt einen String in eine Datenstruktur überführen. Was das für eine Datenstruktur ist, schauen wir gleich an. Wir sollten vielleicht noch die Testmethode entsprechend benennen.
Da gibt es verschiedene Vorgehensweisen, wie man solche Testmethoden benennt. Wichtig ist, vorne sollte Test stehen. Und dann nennen wir es mal should parse short result. Short result, weil das Abkürzungen sind FCLIB und Vereinsnamen in den Beispieldaten wesentlich länger sind. Das ist mal ein vereinfachtes Beispiel zum Anfangen. Also das wäre soweit mal gut. Ich kann schauen, ob der Test noch läuft. .NET Test. Dann macht er noch nicht viel, hat keinen Assert drin. So, bestanden, Fehler 0, erfolgreich 1, übersprungen 0, Gesamt 1, Dauer weniger als eine Millisekunde. Der Bild dauert natürlich ein bisschen. Achtung, passen Sie auf, hier steht Fehler, Doppelpunkt, da kommt ein Tab und dann kommt gleich ein Komma, ein Leerzeichen und dann kommt erfolgreich. Also erfolgreich 1, das gehört zusammen und übersprungen 0 gehört zusammen. Nicht 1 übersprungen, obwohl es optisch ein bisschen naheliegender wäre. Ich finde, diese Ausgabe hier ist nicht optimal, aber es ist ein Detail, es ist ja grün, sieht gut aus. Man kann auch diese Testing-Ansicht öffnen. Da wird ein .NET Test Explorer, hat noch den alten Test geladen, Test 1. Ich lade das mal neu hier. Jetzt findet er hoffentlich diesen Test. Ist als Fact annotiert und beginnt mit Test. So. Führt die alle mal aus. Also den einzigen Test, beziehungsweise dauert ähnlich lange. Und funktioniert auch. Ich werde es im Terminal machen, weil ich so ein bisschen besser Platz habe. Also der Test wird mal aufgesetzt, wir wissen, was wir zu tun haben. Und jetzt kommt eben das Test-Driven Development, dieses Vorgehen. Wir gehen hier davor. Also die Regeln lauten folgendermaßen. Wir schreiben nicht einfach Produktivcode und dann testen wir es, sondern wir schreiben Testcode und dann Produktivcode. Der Testcode ist immer ein bisschen voran. Oder voraus. Die Regeln lauten, glaube ich, so: Schreibe keinen Produktivcode, bis du nicht einen scheiternden Testfall hast. Dann schreibe nur so viel Testcode, eben bis er scheitert, der Test. Und schreibe nur so viel Produktivcode, bis er wieder durchläuft. So in ungefähr, ich habe es nicht genau auswendig gelernt, aber das deckt etwa diese Testphilosophie ab. Ich habe hier eine Warnung, aber der Test scheitert nicht. Das heißt, ich kann jetzt weiter am Test schreiben. Und das wollen wir machen. Wir haben irgendwo ein Result, das geparst werden soll. Wir nehmen jetzt da dieses Soccer-Table, machen hier ein einfaches Design und sagen einfach parse result wollen wir machen. In eine statische Methode soll das dann wohl sein und geben das damit. Und das sollte mal funktionieren. Ich muss jetzt den Test nicht ausführen, ich sehe, das kompiliert nichts. Ich kann es trotzdem mal machen, mache ich nachher nicht die ganze Zeit, weil es doch ein bisschen dauert. Ja, bricht recht schnell ab, weil eben Soccer Table keine Parse-Result-Methode hat. Dann schreiben wir die mal, mache einfach mal public. Machen wir mal void zum Anfang. Public static void parse-result. Und erwartet ein String, das RawResult. Und das macht einfach mal nichts. Das scheint zu kompilieren. Links scheint es jetzt auch zu kompilieren. Wir haben nur so viel Produktivcode geschrieben wie nötig. Wir führen das aus. Und unser Test läuft wieder durch. Jetzt wollen wir natürlich ein Ergebnis zurückbekommen. Und das machen wir folgendermaßen. Also irgendwie, wir nehmen den Rückgabewert. Jetzt aber die große Frage, was geben wir zurück? Können wir uns mit einem kleinen Trick behelfen? Parsed Result, wir nennen es einfach wahr. Da müssen wir den Typ noch nicht festlegen. Können wir irgendetwas zurückgeben? Kompiliert natürlich jetzt nicht mehr. Und jetzt müssen wir darüber nachdenken, was wir zurückgeben wollen. Es gibt ja verschiedene Varianten. In Python habe ich es mit einem Dictionary gemacht. Aber Python ist eine schwach typisierte Sprache, das heißt, in einem Dictionary können Sie Keys und Values verschiedenster Datentypen verwenden. In einer stark typisierten Sprache wie C-Sharp geht das natürlich nicht. Dort müssen die Keys von einem Typ sein und die Values von einem Typ und alle Einträge müssen die gleichen Typen haben, die gleiche Typsignatur. Key und Value können sich von einem Typ unterscheiden.
Was wir wollen, wir haben ja hier FCL, das ist ein String, 2 ist eine Zahl und wir wollen das als Zahl zurückhaben, weil wir mit diesen Toren rechnen wollen, zum Beispiel Tordifferenz 3 minus 2 oder 2 minus 3. Also wollen wir hier Zahlen. Eine Map oder ein Dictionary funktioniert somit nicht. Was wir machen können, ist, wir können eine neue Klasse machen, aber weil wir es nur mit Daten zu tun haben, wäre vielleicht eine Struktur sinnvoller. Gibt es in Go zum Beispiel auch, C-Sharp weiß nicht wie lange schon, aber dann machen wir mal eine Struktur. Beziehungsweise wir können das Ding mal benennen, wir hätten gerne ein Match-Result zurück, statt Void. Und jetzt, das kompiliert natürlich nicht, wir müssen noch so eine Match-Result-Struktur erzeugen. Public struct Match-Result soll die heißen. Jetzt existiert die. Das Parse-Result gibt noch nicht zurück, also kompiliert immer noch nicht. Kann ich weiterschreiben. Return new Match-Result. Ganz ein leeres Ding zurück. Wie sieht es jetzt links aus? Es muss noch static sein. Das habe ich aus Versehen unterschlagen. Wie sieht es jetzt sieht es besser aus. Schauen wir mal, ob der Test tatsächlich durchläuft. Der läuft durch. Und jetzt können wir vielleicht noch ein assert machen. Assert.notNull parsedResult. Okay, ich bekomme was zurück. Jetzt, was Sie vielleicht noch lesen oder hören werden, es gibt so eine Regel, Single Assert Rule pro Test sollte man nur eine Assertion machen. Das heißt, ein Test sollte einen Aspekt abdecken, zum Beispiel, ob das Ding überhaupt was zurückgibt. Und damit wäre eigentlich, könnte man sagen, ich habe schon einen fertigen Test. Wir wollen aber hier 4 Aspekte testen, Home Team, Away Team, Home Goals, Away Goals. Und ich sehe es jetzt als nicht sinnvoll an, dafür jetzt 4 Tests zu schreiben. Da gibt es unterschiedliche Ansichten dazu. Ich bin hier sehr pragmatisch und sage, wenn Sie 4 Assertions haben auf ein Ergebnis, ist das völlig okay. Weil wir testen wirklich eine Sache, wir haben eine Methode und das gibt uns ein Ergebnis zurück und wir wollen dieses Ergebnis validieren. Und ob ich da jetzt ein Assert mache oder 4, finde ich nicht so wichtig. Sobald man hier viel Overhead-Code hat, wird es dann mühsam, wenn ich für jeden Assert einen eigenen Testfall mache. Hier wäre es nicht so schlimm, aber ich bleibe dabei, ich mache gerne mehrere Assertions, um eben mehrere Aspekte zu testen. Vielleicht macht es in der Firma anders, halten Sie sich einfach daran, was Ihre Umgebung macht. Für den Unterricht ist für mich völlig okay, wenn man mehrere Assertions drin hat. So, wo bin ich stehen geblieben? Ich habe das getestet, das funktioniert soweit und ich muss jetzt nicht mehr programmieren, hier im Produktivcode. Was ich hingegen machen muss, ich muss jetzt eben den Test wieder zum Scheitern bringen. Mach vielleicht zwischenzeitlich mal, füge das mal hinzu, soccertable.tests und soccertable, also füge es hinzu zum Staging-Bereich in Git, ich mache noch keinen Commit. Und mal so einen Zwischenschritt. Wie mache ich jetzt weiter? Was möchte ich prüfen über das Parsed Result? Beispielsweise, dass ich eben das Home Team FCL ist. Das heißt, ich habe irgendwo assert equal. Jetzt kommt der erwartete Wert FCL. Und das soll das Parsed Result, so ein Feld haben namens Home Team. Jetzt habe ich einen Kompilierfehler. Was mache ich jetzt? Ich muss eine Möglichkeit haben, dieses Home-Team in diese Struktur zu verwalten. Machen wir das mal. Also vielleicht fangen wir noch mit dem Konstruktor an. Oder vielleicht mit dem Property. Public String Home-Team. So ein Get, das können wir auslesen. Das kann, ob es jetzt funktioniert. Okay, scheint zu kompilieren. Oh nein, ich muss .NET Test ausführen. Okay, es kompiliert. Ich habe aber das Ergebnis nicht. Ich bekomme Null. Das Ding ist leer. Also habe ich einfach so ein Get-Property. Was ich machen möchte, ich möchte es noch initialisieren können. Dann gibt es dieses Init hier. Dann kann ich es in einem Konstruktor entsprechend abdecken.
Also mache ich jetzt einen Konstruktor auch noch, Match Result. Und der erwartet ein Feld, String Home Team. Und dieses Home Team speichern wir dann ab. So, muss ich vorher auch nachschlagen. Ich habe noch nicht Strukturen in C-Sharp verwendet, finde es aber eine gute Idee hier. Ich habe das gemacht. Und jetzt schauen wir. Ich wundere mich, dass das noch kompiliert. Ja, jetzt sieht er hier, also Test scheitert natürlich. Und das sieht mir ziemlich nach einem groben Fehler aus. Also jetzt wird es wirklich Zeit, mal produktiv Code zu schreiben. Jetzt kommen wir da, sind wir wahrscheinlich recht lange hier drin. Jetzt haben wir einfach mal die Struktur festgelegt, jetzt geht es an die Logik. Und eigentlich, was wir machen, könnten wir uns nur mal dieses FCL drin haben. Wenn ich jetzt mir diesen String so anschaue, sollte das recht einfach gehen. Ich nehme mir das Raw Result, mache da ein Split anhand eines Spaces und ja, ich nehme jetzt da einfach, bin so optimistisch und sage, da haben wir das erste Element. Ich hoffe, das geht hier. Es gibt Split zurück. Ein Array, das sollte eigentlich gehen. Nenne es mal String Home Team. Das klappt und dann gebe ich das noch mit. Wunderbar. Der Test funktioniert. Ich habe das Home Team erfolgreich herausgelesen. Wie geht es weiter? Machen wir vielleicht das Away Team. Und jetzt kopiere ich einfach mal diese Zeile. Erwarten, dass das IB ist. Away Team. Jetzt haben wir aber dieses Away Team Feld noch nicht. Müsst ihr hier weitermachen. Beziehungsweise ich muss eigentlich nur das da hinzufügen, bis es wieder kompiliert. Schauen wir mal, ob das geht. Nein, es geht nicht. Also es kommt natürlich der falsche Wert zurück. Ich stelle mich jetzt nicht wahnsinnig blöd an. Ich implementiere jetzt schnell dieses Struct aus. So, und der Rest sollte fertig sein. Und jetzt müssen wir hier eben noch das Away-Team mitgeben. Die Frage ist, was das Away-Team ist. Wenn hier das erste Element das Home-Team ist, wäre es hier das letzte Element. Away-Team. Und das ist jetzt die Frage, wie kommt man ans letzte Element? Machen wir vielleicht zwei Schritte. Nennen wir es mal einfach Parts. Und jetzt String Away Team gleich Parts und der Index ist parts.length. Das letzte Element. Funktioniert das überhaupt? Char. Ah, mein Parts ist ein String Array. So, jetzt sollte es klappen. Das funktioniert, ich kann weitermachen. So, was mache ich als nächstes? Jetzt möchte ich gerne die Tore haben. Assert equal, ich erwarte den Wert 2 für die Home Goals. Und Home Goals existiert jetzt noch nicht. Public int Home Goals. Get und init wieder. Int Home Goals, Home Goals gleich Home Goals. Sollte wieder kompilieren. Das funktioniert hingegen nicht. Gebt einfach mal 0 mit, damit ich den Test ausführen kann. Okay, der scheitert. 2 wird erwartet, 0 kommt zurück. Schauen wir mal, wie das angehen soll. Ich habe jetzt einfach mal das erste Element, das letzte ausgelesen. Hier habe ich das Space gesplittet und dann könnten wir eigentlich im mittleren Element die Tore erwarten. Wir haben hier die Parts. Ja, nehmen wir vielleicht die mal nach oben. Wir könnten, lassen wir mal den Code hier ist, String Goals gleich Parts 1. Das mittlere Element sollte das sein. Okay.
Und jetzt müssen wir eben, nennen wir vielleicht Goals Part. Jetzt haben wir diesen String hier und den müssen wir jetzt auch aufspalten. String Goals oder Goals Parts, gibt jetzt mehrere daraus. Benennung ist vielleicht nicht optimal. Mach mal ein Split nach diesem Doppelpunkt. Und jetzt haben wir drei Elemente. Element 0 sind die Home Goals. Wir wollen ein Int Home Goals. Jetzt macht er in die Int 32.parts, glaube ich. Goals Parts Element 0. Ist einfach sehr optimistisch. Aha, wir haben wieder, sollte ein Array sein. Das Ergebnis der Split-Operation. Und dann geben wir die Home Goals mit. Formatieren das Ganze noch und hoffen, dass es durchläuft. Ja, das funktioniert. Zum Schluss noch equal 3 parsed result away goals. Das kompiliert nicht, weil wir hier noch away goals brauchen. Kann ich einfügen. Int away goals. Der Konstruktor wird etwas lange. Jetzt brauchen wir hier noch, können wir recht analog machen, Away Goals, nehmen wir einfach den Teil 2, nein 1, der Doppelpunkt ist ja nicht im Ergebnis drin. Und dann geben wir die Away Goals noch mit und dann haben wir hoffentlich wieder einen laufenden Test. Wunderbar, das hat geklappt, damit hätten wir jetzt alle Aspekte abgedeckt. Und wir können einmal das ganze Soccer Table Tests dashen einerseits mit Simple Case. Sag einfach mal, wie ich den gemacht habe. FCL23IB, den haben wir jetzt abgedeckt. Oder Covered Simple Case. So, die Commit Message kann sich natürlich streiten. Dann pushe ich das, damit es auf dem Server ist. Und das wäre jetzt mal der erste Teil gewesen. Vorsicht, diese Implementierung ist überhaupt nicht solide. Die funktioniert genau für diesen Input, beziehungsweise für Inputs dieser Form. Wir werden dann gleich noch sehen, dass das Problem noch nicht allgemein gelöst ist. Aber dazu mache ich gleich ein anderes Video. Bis dann.